8 Milliarden Menschen, aber ...16 Milliarden Gesichter. Jeder Mensch hat zwei verschiedene Seiten. Vor allem bemerkt man diese, wenn man jemanden gerade erst kennenlernt. Am Anfang tasten sich die Menschen meist langsam ran. Sie verhalten sich anders, als du sie schon lange kennst. Mit der Zeit jedoch lockern sich die Menschen. Sie zeigen nach und nach ihr wahres Gesicht. Kennt ihr das, wenn ihr mit zwei Freunden was unternehmt und einer der beiden sich auf einmal komplett anders verhält? Das machen sie jedoch meist aus dem Unterbewussten und haben keinen Gedanken hinter ihren Worten. Auch denken sie nicht daran, dass sie mit ihren Worten vielleicht jemanden verletzen könnten. Besonders gefährlich ist es jedoch, wenn ihr am Abend ausgeht, vielleicht ein bisschen was trinkt und euch dann mit jemandem zu unterhalten beginnt. Man weiß zu Beginn nie, woher er kommt, was er macht und wie er tickt. Wenn man diesen Leuten zu viel Vertrauen schenkt, ist man ein leichtes Opfer. Wenn ihr zum Beispiel die Toilette aufsucht und ihn bittet, auf euer Getränk aufzupassen, ist es nie sicher, ob er euch was untermischt. Denn ihr wisst nicht, ob er sich nur als nett, freundlich und hilfsbereit ausgegeben hat oder ob er es wirklich ist. Die Singles unter euch werden es auch bestimmt kennen. Ihr lernt jemanden kennen, versteht euch gut mit ihm, es bilden sich vielleicht auch schon ein paar Gefühle. Und wenn ihr diese Person dann in wirklich trefft, ist sie von Grund auf anders. Schauspieler. Was steckt eigentlich hinter diesem Wort? Ein Mensch verändert seinen Charakter, seine Eigenschaften und seinen Namen. Er spielt euch was vor. Doch warum? Weil es ein Drehbuch gibt. Das Drehbuch ist da, um uns einen Content zu liefern, Unterhaltung. Die Pointe daraus ist jedoch, man will einerseits unterhalten werden, indem sich Menschen verstellen, doch andererseits fühlen wir uns veräppelt. Manche Menschen jedoch nutzen dieses zweite Gesicht auch, um an Macht zu kommen. Dies funktioniert vor allem bei den Bürgern, die sich nicht genau informieren, keine gute Ausbildung haben und sich vielleicht sogar blenden lassen von dieser einen Person. Ihr kennt ihn vermutlich alle, der momentan fast in aller Munde ist, Donald Trump. Donald ist das beste Beispiel, um euch zu zeigen, wie einfach es ist, ein zweites Gesicht zu entwickeln bzw. zu zeigen. Einerseits gibt er sich als reicher Typ aus, der seine Firma von Grund auf selbst aufgebaut hat. Doch ist das wahr? Donald behauptet, er hätte mehr als 10 Milliarden Dollar in der Tasche, was jedoch nicht stimmt. Denn sein momentaner Reichtum umfasst ca. 4 Milliarden Dollar. Ich erzähle euch jetzt einmal, wie sich seine Firma entwickelt hat. Alles begann im Jahre 1974. In diesem Jahr übernahm Donald die Firma seines Vaters, der sie eigenständig errichtet hatte. Er ließ darauf drei riesige Gebäude entwickeln. Den Trump World Tower, den Trump Tower und den Trump. Ebenso investierte er in viele Hotels, Casinos und Luxus-Apartment-Gebäuden. Da es aber nicht so gut lief, musste er in 4 Fällen Privatinsolvenz anmelden. Doch dass dieser große Mann, der Amerika wieder reich und mächtig machen möchte, wirtschaftliche Probleme hatte, ist doch ein wenig komisch. Naja, vielleicht ist er doch eher ein Donald und kein Dagobert. Die Zwangsmasken der Gesellschaft. Ich traue mich zu wetten, dass jeder von euch sich in manchen Fällen nicht so gibt, wer wirklich ist. Jeder trägt doch eine Maske, um sich der Gesellschaft anzupassen. Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Einen Jungen. Nennen wir ihn Tim. Tim liebt es, schwarz zu tragen. Er zieht auch gerne Mäntel an. Und hört oft Heavy Metal. Jedoch akzeptiert die Gesellschaft das nicht und sieht ihn oft schief an. Manche lachen ihn sogar aus. Jedoch hat Tim ein paar Freunde, die den gleichen Geschmack haben und ihn so nehmen, wie er wirklich ist. Man kann es nicht allen recht machen. Man soll sich einfach so geben, wie man wirklich ist.
das Leben genießen, wie man will, und einfach das tun, was man will. Wie einfach man sich in Menschen täuschen kann. Auch wenn sie vertrauenswürdig wirken, sollte man sich in einem Menschen nie ganz anvertrauen. Außer wenn man sich ganz sicher ist, dass dieser Mensch sein wahres Gesicht zeigt. Eines der enttäuschendsten Dinge im Leben ist wohl, etwas in einem Menschen gesehen zu haben, das nie existierte.